So, willkommen im dritten unserer Videos zum Thema Relationen. Wir reden heute nochmal über Äquivalenzrelationen und was wir heute tun wollen, ist ein spezifisches Beispiel einer Äquivalenzrelation, mit der ihr umgehen können müsst, durchbesprechen, nämlich die Äquivalenzrelation Kongruent modulo einer ganzen Zahl C. Bevor wir damit anfangen, noch eine kurze Bemerkung von ein typisches Beispiel, wie man zu einer Äquivalenzrelation kommen kann. Das funktioniert so. Wir nehmen uns eine Gruppe G her und eine Menge x. Wir werden eine Äquivalenzrelation auf der Menge x erklären, indem wir uns vorstellen, dass G auf der Menge x durch bijektive Abbildungen wirkt. Was heißt das? Das heißt im Grunde, dass wir G als eine Teilgruppe der Bijektionen von X auf sich selber sehen, also der Permutationsgruppe von X. Und für jedes G und für jedes X gibt es so ein Element, das entsteht, indem ich G auf X anwende oder wirken lasse, nämlich einfach die Abbildung G auf X wirken lasse. Das bedeutet, G angewendet auf X ist ein Element von X. Man nimmt typischerweise zwei Dinge an. Das eine ist, dass wenn ich die Wirkung von G auf die Wirkung von H auf X mir ansehe, dass das dasselbe ist, wie wenn ich die Abbildung G mit H verknüpfe und auf X wirken lasse. Und dass die 1, also das neutrale Element der Gruppe G, angewendet auf H, Entschuldigung, angewendet auf X, immer X ist. Gut. Dann kann man eine Äquivalenzrelation R erklären, indem man x in Relation zu y stellt, genau dann, wenn es ein Element g aus der Gruppe g gibt, das y ist gleich g angewendet auf x erfüllt. Die Äquivalenzklassen von R heißen die Bahnen von g in x. In diesem Zusammenhang und der Faktorraum der Bahnenraum auch. Bitte überprüft für euch, dass diese Relation R tatsächlich eine Äquivalenzrelation ist. Das ist nicht umständlich und eine gute Übung. Weil ihr wisst, um zu überprüfen, dass etwas eine Äquivalenzrelation ist, muss man überprüfen, dass die Bedingungen, die man hingeschrieben hat, eine Relation geben, die reflexiv, transitiv und symmetrisch ist. Und das ist in dem Fall nicht besonders schwer. Gut, und jetzt zu unserem expliziten Beispiel, nämlich Kongruenz. Modulo
einer ganzen Zahl c. Das bedeutet, wir nehmen uns eine ganze Zahl c aus der Menge der ganzen Zahlen her und wir erklären eine Wirkung der Menge der ganzen Zahlen auf sich selber. Ihr wisst, z mit der Addition ist eine Adamsche Gruppe. Und sie wirkt auf der Gruppe Z und wirkt auf sich selber durch folgende Vorschrift. Ich nehme eine Zahl K und eine Zahl M her und bilde die auf K mal C plus M ab. Das heißt, alles, was ich tue in dieser Gruppenwirkung, ist, dass ich um das K-te-Vielfache von C verschiebe. Die Vorstellung ist relativ einfach. Die Punkte in Z, das sind diese diskreten Punkte am Zahlenstrahl, und ich lasse die Gruppe Z auf sich selber durch Translationen um ein Vielfaches von C wirken. Das bedeutet, wenn C gleich 2 ist, wie in diesem Fall, dann wäre das die Wirkung von 2. Die Wirkung von 4 wäre einfach eine Verschiebung um das Doppelte und so weiter. Das heißt, die ja, das ist die Vorstellung, die man mit dieser Wirkung verbindet. Und wir machen jetzt gleich ein Beispiel, wo wir uns anschauen, was die Bahnen und der Bahnenraum von dieser Äquivalenzrelation sind. Und dazu nehmen wir C gleich 3 her. Gut. Ich mache wieder eine Skizze von ein paar Punkten aus der Menge Z, also nehmen wir noch was dazu. Ich habe noch Platz. Gut. Und jetzt schauen wir uns an, was passiert, wenn wir die Gruppenwirkung darüber fahren lassen. Wir beginnen mit einem Element, zum Beispiel dem Element 0. Und das verschieben wir jetzt um Vielfache von 3. Wenn wir 0 um 3 verschieben, dann bekommen wir den Punkt 3. Als nächstes würden wir den Punkt 6 bekommen. Wir können natürlich auch um negative Vielfache von 3 verschieben. In dem Fall bekommen wir minus 3 und minus 6 als nächstes. Gut, was passiert mit dem Punkt 1? Mit dem Punkt 1, wenn ich den einmal verschiebe um 3, lande ich auf 4. Wenn ich ihn zweimal um 3 verschiebe, lande ich auf 7. Ich sollte es vielleicht noch dazu schreiben. Wenn ich ihn minus einmal um 3 verschiebe, komme ich auf minus 2 und dann komme ich auf minus 5. Und wenn ich den Punkt 2 mir ansehe, dann lande ich, wenn ich ihn einmal verschiebe, auf 5. Wenn ich ihn zweimal verschiebe, auf 8. Wenn ich ihn minus einmal verschiebe, auf minus 1. Wenn ich ihn minus zweimal verschiebe, auf minus 4. Gut, an diesem, jetzt könnt ihr euch davon überzeugen, dass tatsächlich
jeder Punkt in den ganzen Zahlen, wenn man einen der Punkte 0, 1 oder 2 genügend oft verschiebt, tatsächlich getroffen wird und in welchen und von welcher Farbe er getroffen wird, wird natürlich dadurch bestimmt, wie groß sein Rest bei Division durch 3 ist. Also vielleicht kurz zusammengefasst, wir haben das folgende Bild. Wir haben 3 Äquivalenzklassen von der Äquivalenzrelation, die wir hier beschrieben haben, nämlich die Äquivalenzklasse von 1, das sind jene Punkte in Z, die sich schreiben lassen als 1 plus ein Vielfaches von 3, wo K eine ganze Zahl ist. Dann haben wir die Äquivalenzklasse von 2. Das sind jene Punkte, die sich schreiben lassen als 2 plus K mal 3, wo K eine ganze Zahl ist. Und dann haben wir auch die Äquivalenzklasse von 0 oder von 3, die sich schreiben lassen als einfach die Vielfachen von 3. Zusammen sehen wir, dass wir hier vor uns die 3 Mengen haben, die den Faktorraum ausmachen. Das heißt, die Äquivalenzrelation R, die wir hier beschrieben haben, hat die Eigenschaft, dass Z modulo R gegeben ist durch die Menge, die besteht aus der Äquivalenzklasse von 0 und der Äquivalenzklasse von 1 und der Äquivalenzklasse von 2. Normalerweise schreibt man diese Äquivalenzrelation, allerdings, das werdet ihr erst in der Algebra später lernen, warum das sinnvoll ist, als Z modulo 3Z und nicht Z modulo R. Und was ich hier noch hinzufügen will, ist, dass, wie ich schon gesagt habe, Division durch 3 eine effiziente Möglichkeit darstellt, herauszufinden, zu welcher Klasse eine gegebene Zahl m gehört. Das heißt, eine Zahl m gehört der Klasse von j an, genau dann, wenn ich m anschreiben kann als 3 mal k plus j und wenn wir beschließen, tatsächlich unsere Nebenklassen mit den Ziffern 0, 1 und 2 zu identifizieren, dann muss j halt 0, 1 oder 2 sein. Übrigens an dieser Stelle vielleicht noch wichtig zu sagen, es gibt auch natürlich die Möglichkeit, diese Äquivalenzrelation zu beschreiben, ohne auf Gruppenwirkungen oder sowas überhaupt einzugehen, indem ich einfach sage, dass eine Zahl m kongruent modulo 3 zu einer Zahl n ist, definitionsgemäß genau dann, wenn m minus n durch 3 teilbar ist. Und so findet ihr das auch oft definiert. Gut, an dieser Stelle lade ich euch ein, das für euch vielleicht noch mit der Zahl 4, der Zahl 2 oder der Zahl 5 auszuprobieren und euch damit auseinanderzusetzen, wie das mit diesen Verschiebungen tatsächlich aussieht. Und das nächste Mal reden wir über Ordnungsrelationen.